am Platz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag. Moin moin, liebe Stammis, ich bin heiß, ich hoffe, ihr seid heiß und der Kollege Niklas van Helsing ist auch heiß. Moin moin, mein Lieber. Niklas Heising, ist ja klar, ne? Ich bin auch auf Temperatur und wir haben einiges zu besprechen, ne? Road to Wembley Part 1 heute Abend, PSG gegen Borussia Dortmund. Wir haben heute alle ein schwarz-gelbes Herz und freuen uns sehr auf den ersten Halbfinal-Rückspielkracher. Morgen dann ja die Bayern bei Real Madrid, aber heute erstmal alles im Heya BVB-Zeichen. Live bei Amazon Prime, Anpfiff ist um 21 Uhr. Lass uns gleich drüber sprechen, van Helsing. Wir hören aber erstmal rein, denn wir haben einen Reporter vor Ort in die Sprachnachricht von Jonas Ortmann, der in Paris ist. Lieber Kilian, Grüße aus Paris. Es wäre doch eigentlich dieses Jahr alles wie gemalt für Borussia Dortmund, nach 2013 wieder ins Champions-League-Finale einzuziehen. Es wäre nach 2013 wieder in Wembley, London. Die Fans haben kein anderes Thema mehr. Nach dieser bescheidenen Bundesliga-Saison gibt es jetzt eben noch dieses fantastische Highlight-Spiel heute Abend im Parc des Princes in Paris, vor dem ich jetzt gerade hier stehe. Der Tag gestern ist personell zumindest erstmal ohne große Überraschung losgegangen. Karim Adeyemi, der fraglich war, ist mitgeflogen. Seine Freundin Loredana kam kurz vor Abflug auch noch vorbei und ist dann mit ihm zusammen eingecheckt. Auch Sebastien Haller, der das wichtige Auswärtstor in Madrid geschossen hatte, ist dabei. Ja, und überraschend wird auch Supertalent Kiel Wädchen dabei sein, der heute, da wünsche ich ihm auf dem Wege natürlich viel Erfolg, seine Mathe-Abiturklausur schreiben wird. Aber den wird dann der BVB trotzdem noch einfliegen lassen und der wird heute Abend tatsächlich im Kader stehen. Das hat Sportdirektor Sebastian Kehl am Flughafen gestern überraschend verkündet. Ja, und ansonsten geht es natürlich darum, heute Kylian Mbappé und diese Offensivpower von PSG, um Ousmane Dembélé und die weiteren Kandidaten zu stoppen. Das hat im Hinspiel schon sehr gut geklappt. Vor allem Mats Hummels wird es darauf natürlich wieder ankommen, den Weltmeister, der heute Abend die nächste Glanzgala hinlegen muss. Und dann bin ich mir sicher, kann es hier auch was werden. Böse Erinnerungen hat man hier an PSG. Ich meine, man hat in der Vorrunde hier schon kläglich 0-2 verloren, hatte sich hinten reingestellt mit einer Angsthasentaktik. Das darf es heute Abend nicht geben. Das hat Edin Terzic auf der Pressekonferenz gestern auch gesagt. Ja, und dann schauen wir mal, was es heute wird. Ich glaube, ganz Deutschland drückt dem BVB heute tatsächlich mal die Daumen. Und wir schauen das. Wir haben überlegt zu schreiben, Edin, klopp sie raus. Und ich denke, mit dem Zitat könnt ihr ruhig im Podcast weitermachen. Liebe Grüße, Kili. Bis bald. Ciao, ciao. Und genau das machen wir, lieber Jonas. Grüße nach Paris. Heute sind wir alle Edin, heute sind wir alle Terzic. Edin, klopp sie weg. Van Helsing. Ja, du weißt ja, aufgrund meiner Verbundenheit zum anderen Ruhrpott-Club ist das immer so ein bisschen schwierig, ne? Aber auch du bist deutscher Fußballfan. Ja, natürlich. Also würde ich mich auch ein Stück weit dann freuen. Jonas hat schon angesprochen, also so wie in der Gruppenphase darf das nicht werden, ne? Dass du dich hinten reinstellst, weil dann bettelst du um Gegentore gegen Mbappé, Dembélé und wie sie alle heißen, Kolo Muani wird wahrscheinlich auch wieder von der Bank noch kommen. Deswegen, sie haben das Rezept ja so ein bisschen im Hinspiel schon gezeigt, also du kannst durchaus mutig mitspielen. Ist nochmal was anderes, klar, wenn du auswärts spielst, es wird auch eine krasse Stimmung in Paris sein. Ich sag persönlich, es wird auf jeden Fall in die Verlängerung gehen. Wer dann weiterkommt, da bin ich noch unentschlossen. Ergebnistechnisch will ich mich gar nicht so festlegen, aber klar ist doch, sie brauchen einen Auftritt wie in den beiden Heimspielen gegen Atletico und auch zu Hause gegen PSG dann im Halbfinale. Wenn sie so spielen, dann haben sie eine riesige Chance. Es gibt gar keinen Grund, sich da hinten einzumauern und Angsthasenfußball zu spielen. Dafür waren die Wochen in der Champions League im April einfach viel zu gut. Dafür haben sie auch viel zu viel Selbstbewusstsein mitgenommen aus diesem Spiel gegen PSG und jetzt auch nochmal zu Hause mit dieser Rotation Truppe gegen Augsburg. Also eigentlich sollte gerade so aufgrund der letzten zwei Wochen, wenn man mal das Leipzig-Spiel ausklammert, ja, Selbstbewusstsein da sein in dieser Truppe. Und sie haben ja auch alle ein großes Vorhaben, Marco Reus gegenüber, dem Kapitän, dem Ex-Kapitän, ihn ins Finale zu bringen, weil da könnte sich ein großer Kreis schließen. Ich habe nochmal nachgeschaut. Nach dem ersten Reus-Jahr war der BVB in Wembley und jetzt könnte der BVB nach dem letzten Reus-Jahr nach Wembley fahren. Ja, es wäre natürlich ein traumhafter Abschied für ihn. Ihm ist ja bislang in seiner Karriere, das muss man ja sagen, nicht allzu viel Gutes passiert. Ne? Immer so vor den wichtigen Turnieren, gerade mit der Nationalmannschaft, ist ihm immer wieder Schlechtes dann widerfahren. Deswegen eigentlich hätte er sich das wirklich extremst verdient.
Ich fand, also du hast vollkommen recht, wenn du die letzten paar Wochen ansprichst, weil du hast es auch schon beim Viertelfinal-Hinspiel gegen Atletico gesehen, wo sie ja am Anfang komplett überfordert waren, auch sich hinten reingestellt haben und einfach nur gehofft haben, dass sie sich da nicht noch mehr Gegentore fangen. Und dann hat es am Ende in dem Hinspiel gesehen, wo sie mutig mitgespielt haben, da haben sie ja fast sogar dann noch einen Unentschieden geholt. Also selbst gegen diese großen Mannschaften, klar, Paris hat nochmal eine andere Offensivpower als Atletico, aber selbst da darfst du dich nicht hinten reinstellen, sonst wird es richtig, richtig hässlich, glaube ich. Aber so schätze ich Edin Terzic jetzt ein, also auch so selbstbewusst, wie er sich gibt, das werden sie nicht machen. Sie haben übrigens extra, vielleicht auch aus Aberglauben, nochmal das Hotel gewechselt. Kann nur helfen. Zum Gruppenspiel, wo sie diesen Angsthasenfußball eben präsentiert hatten und verloren hatten, sind jetzt in einem anderen Hotel nur 5 Kilometer entfernt vom Stadion, vom PSG-Stadion. Und bei PSG fehlt ja Lucas Hernandez nach einem Kreuzbandriss. Das ist vielleicht auch gar nicht so unerheblich, weil dadurch sich die Abwehr vom PSG neu formiert. Sei es drum. Wir drücken dem BVB heute Abend, auch Van Helsing, der alte Schalker, natürlich die Daumen und hoffen... Edin kann auf mich zählen. Und hoffen, dass die Road to Wembley Part 1 dann aufgeht und schauen uns das Spiel an, sprechen dann morgen auf jeden Fall drüber. Lass uns zu Union Berlin kommen, zu meinem Herzensclub. Die haben gestern Nachmittag Nenad Bjelica entlassen. Union ja seit 6 Spielen sieglos. Es ist die einzig richtige Entscheidung. Es haben ja schon Schradinho, der Kolibri und André Albers mitgefiebert. Ich war ja am Sonntag beim Geburtstag meiner Schwester, konnte es dann nicht lassen, nach dem 0:3 mein Telefon rauszuholen und die letzten 15 Minuten zu gucken. Da gab es auch ein bisschen Ärger von meiner Freundin, warum ich dann jetzt Fußball gucke. Aber ich habe dann echt gelitten. Mein Vater hatte auch schon Mitleid mit mir, meiner Mutter genauso. Dann kam es 2:3, da hatte ich dann wieder Hoffnung. Dann kam direkt 4:2, da hatte ich wieder keine Hoffnung. Und dann 3:4 und dann habe ich 15 Minuten nochmal gehofft. Naja, hat alles nichts gebracht. Es ist die richtige Entscheidung, sage ich dir ehrlich. Die gesamte Bjelica-Bilanz, wir können uns die mal angucken. 30 Pflichtspiele, 10 Siege, 6 Unentschieden, 14 Pleiten, 1,2 Punkte im Schnitt. Und was ja schon die letzten Wochen immer mal berichtet wurde, ist, dass sie sich möglicherweise zum Saisonende trennen. Jetzt also früher der Schritt. Und ja, man kann sagen, unter ihm kam Union nach der Fischer-Entlassung wieder in die Spur. Sie hatten nur 2 Niederlagen unter ihm in den ersten 10 Spielen. Aber in den letzten 9 Spielen zum Vergleich, und die sind direkt daran anknüpfend, war es halt nur 1 Sieg, 3 Heimpleiten in Folge zuletzt. Das ist die einzig richtige Entscheidung, weil du musst jetzt unbedingt nochmal was machen. Bo Svensson kannst du vielleicht im Sommer immer noch holen, dass der jetzt nicht unbedingt will mit seiner Vorgeschichte und Mainz. Und ich glaube, er ist da auch noch in Amt und Würden, was Vertragsverhältnis und so weiter angeht, dass er jetzt vielleicht nicht die letzten beiden Spiele gerade aufgrund dieser Konstellation übernehmen möchte, kann ich alles verstehen. Marco Grote macht's jetzt, der hat's schon mal gemacht als Interimstrainer 1:1 damals gegen Augsburg in dieser Phase zwischen Fischer und Bjelica. Ja, ich habe Muffensausen, ich habe es auch schon gesagt zu André, ich würde eine Relegation nicht ertragen und ich habe Riesenangst vor diesem Spiel in Köln am Wochenende. Ja, also ich sag mal so, der direkte Abstieg ist ja extremst, extremst unrealistisch. Dafür müsste Köln ja erstmal 2 Spiele gewinnen. Davor habe ich auch keine Angst. Ja, gut, klar. Relegation ist der Erstligist ja meistens, setzt er sich dann immer noch durch. Irgendwie klappt das dann meistens schon. Es ist die einzig logische Entscheidung. Also ich hab das Spiel geschrieben für unsere Portale und ich muss sagen, die erste Halbzeit, das war Wahnsinn. Also gegen Bochum, ne, das auswärtsschwächste Team, zur Halbzeit 0:3 hinten zu legen. Da kannst du dann auch sagen, ja, in der zweiten Halbzeit haben sie sich nochmal zusammengerauft, machen beinahe sogar noch den Ausgleich, aber in so einem Spiel so eine Halbzeit hinzulegen, da bist du dann nicht mehr zu halten. Also das tut mir dann auch leid. Und im Nachhinein sind wir jetzt natürlich immer schlauer, aber eigentlich musst du sagen, hättest du dann vielleicht schon vor ein paar Wochen einfach die Reißleine ziehen müssen. Ne? Jetzt musst du auf eine interne Lösung setzen, weil klar, ein Externer jetzt bei 2 verbleibenden Spielen, das macht jetzt nicht mehr so viel Sinn, ist ja klar. Aber eigentlich hättest du dann vielleicht schon nach... ja, vielleicht irgendwie 28., 29. Spieltag sagen müssen, wir setzen jetzt nochmal einen frischen Impuls, und das mit Bjelica war ja eh eine sehr, sehr unglückliche Paarung, allein wenn wir nochmal an die Sané-Watschen denken. Und dann, da hätte ich ihn schon entlassen. Das hattest du damals auch gefordert, kann ich mich noch sehr gut dran erinnern. Ich meine, dann gab es jetzt auch in den letzten Wochen immer mal wieder Berichte, dass es schon nicht mehr stimmte zwischen Mannschaft und Trainer, also ja, irgendwie ein sehr unglückliches Kapitel einfach. Ja, ich glaube auch, man hat sich so ein bisschen zu sehr aufs Gefühl verlassen, dass es schon irgendwie wird, und auch bei dem Blick auf die Tabelle und auch bei den anderen Konstellationen, die sich ja Spieltag für Spieltag immer wieder verändert haben. Ich glaube, man hat selber gar nicht so richtig gerechnet, dass man Stand jetzt nach diesem Spiel gegen Bochum auch da unten drin stecken könnte. Vielleicht auch ein bisschen fahrlässig, ich will da jetzt keinem Fahrlässigkeit unterstellen, aber so wirkt es irgendwie ein bisschen. Und ich hoffe einfach, dass es jetzt reicht, weil Union braucht im Sommer einen ganz großen Neustart, Kaderumbruch. Da muss viel mehr passieren, als es letzten Sommer passiert ist. Ja, nach erfolgreichen Jahren, es war mir ja irgendwann klar, irgendwann kommt dieser Punkt, aber ich habe nie gedacht, dass wir über den Punkt Abstieg reden.
Und der macht mir halt so ein bisschen Schiss. Ja, aber du sagst, im Sommer muss mir jetzt mehr passieren als letzten Sommer. Ich meine, letzten Sommer ist ja fast vielleicht sogar zu viel passiert, oder? Also ich meine, so einen Namen wie Bonucci, den haben wir ja schon wieder vergessen, ne? Aber das ist ja alles noch nicht so lange her. Naja, mehr passieren im Sinne von, da müssen früher Weichen gestellt werden, ähnlich wie in den Saisons 1, 2, 3 in der Bundesliga. Da war immer der Kader schon sehr frühzeitig zusammen. Da wirst du jetzt auch wieder Probleme mit haben, weil es steht aktuell nicht fest, welche Liga, es steht aktuell nicht fest, welcher Trainer. Das wollen Spieler, die ja Potenzial hätten für Union, natürlich immer wissen. Von dem her muss man wirklich mal gucken. Ich stelle mich auch auf ein nächstes wackeliges Jahr ein für Union und hoffe, dass Runert das weiter durchzieht als Boss, als Macher. Und da müssen wir mal gucken, was passiert. Ich hoffe einfach, wir bleiben drin. Und dann kommen wir zu den Bayern. Nochmal ein ganz kurzes Personal-Update vor dem Spiel gegen Real. Das können wir euch schon mal mitgeben. De Ligt, Musiala und Sané haben sich alle fit gemeldet für den Knaller bei Real. Nur Guerrero und Kingsley Coman werden ausfallen. Zum zeitlichen Ablauf heute um 11 Uhr ist Abschlusstraining in München. Dann geht es am Nachmittag per Flieger nach Madrid. Es wird uns auch wieder beschäftigen, die Trainersuche wahrscheinlich rund um dieses Spiel, aber da gibt es aktuell keine großen News, deswegen müssen wir auch nicht viel drüber reden, nur so viel. Kandidat Julen Lopetegui war ja mal Realtrainer, übernimmt aller Voraussicht nach lieber West Ham als die Bayern. Die werden sich nämlich trennen von David Moyes am Saisonende, vielleicht auch schon jetzt, kurz vor Saisonende. Laut Sky sollen die Bayern sogar gestern nochmal Kontakt mit Lopetegui aufgenommen haben, um nach seiner Verfügbarkeit zu fragen. Also da bleiben wir dran und sagen euch, wenn es was Neues gibt. Man hört ja jetzt auch von Helsing, sie sollen Ten Hag kontaktiert haben. Also so erste lose Kontakte, genau, der steht ja auch bei ManU auf der Kippe, weil er die Champions League verpasst jetzt in dieser Saison und die haben ja einen neuen Besitzer und die wollen da vielleicht auch dann einen neuen holen und dann könnte Ten Hag, der ja auch Bayern-Vergangenheit hat, verfügbar sein und ja, mal schauen, ne? Dann haben wir eine Werder-News für euch da draußen, die gestern offiziell geworden ist, aber eigentlich schon seit April bekannt geworden ist. Aber da gab es halt jetzt die offizielle Meldung. Neuer Profiboss bei Werder wird Peter Niemeyer, Geschäftsführer von Preußen Münster bisher. Der übernimmt dann zum 1. Juli die Nachfolge von Clemens Fritz, der ja der Nachfolger von Frank Baumann als Geschäftsführer wird. Und dazu gibt es eine kleine Meinung von André Albers. Ja, Kili, als Spieler war Peter Niemeyer für Werder Bremen relativ durchschnittlich. Also das, was Flo Witte ja von Simon Reufels bei Leverkusen behauptet, war Peter Niemeyer für Werder Bremen wirklich einfach ein durchschnittlicher Bundesligaspieler. Hat es auf Manager-Ebene gut gemacht. Ne? Preußen Münster jetzt erstmal von der Regionalliga in die Dritte Liga aufgestiegen. Jetzt stehen sie ja kurz davor, den Durchmarsch zu machen von der Dritten Liga in die Zweite Liga. Sind da in der Pole-Position, weil Ulm ja schon aufgestiegen ist. Ja, ob das auch auf Bundesliga-Ebene klappt, das wird man sehen. Ist halt alles typisch Werder. Ein Ex-Spieler mit Werder-DNA. Soll auch ein Freund von Clemens Fritz sein, aus Spielerzeiten noch. Also das ist wirklich typisch Werder Bremen. Wobei ich dazu sagen muss, ob es da jetzt auf der Position den großen Veränderer braucht, weiß ich nicht. Denn den hätte es vielleicht eher, wenn man das schon machen will, auf der Baumann-Position, die jetzt Clemens Fritz demnächst übernimmt, gebrauchen können. Aber man hat sich anders entschieden und ja, ich drücke natürlich die Daumen. Ne? So viel von André zu dieser Personalie. Der ist heute wieder hier und wir sprechen dann natürlich über die Champions League und alles Weitere. Lass uns, lieber Van Helsing, noch einmal kommen zur zweiten Liga. Es gibt nämlich Abstiegskampf im Aufstiegsstadion. Schalke gegen Osnabrück in Hamburg. Es ist ein Heimspiel eigentlich von Osnabrück, aber Bremer Brücke, wir alles haben das gehört und haben auch drüber gesprochen. Da gab es ja ein Hauen und Stechen und Ziehen und was nicht noch alles. Es wird ein leeres Millantor-Stadion sein, keine Fans zugelassen. Ein Sieg für Schalke und alles ist klar. Du müsstest eigentlich voller Zuversicht sein, oder? Eigentlich ja, das Problem ist nur Geisterspiele und Schalke, das geht überhaupt nicht zusammen. Also da gibt es eine absolute Horrorstatistik, die ich jetzt die Tage mal gelesen hatte. Ich habe viele davon erlebt als Reporter. Wollte ich gerade sagen, das stammt natürlich aus dieser einen Abstiegssaison, wo Schalke dann glaube ich aus der Bundesliga mit, was waren es, 14 Punkte oder sowas abgestiegen ist. Also wo gefühlt, ich glaube es gab nur 4 Siege in der gesamten Saison. Deswegen habe ich so ein bisschen Sorge, aber ich denke mir auch, du hast jetzt die Riesenchance, eigentlich bist du quasi schon drin, du hast jetzt nicht mehr den Riesendruck und wenn du jetzt dann, sehr schwache Osnabrücker, das muss man einfach so sagen, wenn du die jetzt schlägst, dann hast du es ganz, ganz sicher, hast jetzt kein Auswärtsspiel, wo sind die der Saison, also ja, es ist schon ein Auswärtsspiel, aber halt ohne gegnerische Fans, das heißt, da ist dann die Atmosphäre einfach halt, ja, ne, hast nicht so viel Druck auch von den Gegnerfans, deswegen glaube ich, dass sie es heute gewinnen werden.
Und damit ist Schalke ja schon relativ früh dran nach den Ereignissen der letzten Wochen und Monate gefühlt. Man hat sie ja Ewigkeiten auf diesem Platz 16, 17, dann irgendwie 15 immer rumschwirren sehen. Jetzt wäre es dann 2 Spieltage vor Schluss an diesem Nachholspieltag irgendwie der goldene Wurf, sage ich mal, in einer Kacksaison, die es ja immer noch ist. Und dann beginnt der große Umbruch mal wieder, Kaderumbruch. Da kann es offiziell losgehen. Also dann wird wahrscheinlich auch Ben Manga dann offiziell vorgestellt als neuer Sportdirektor, unter Wilmots dann untergestellt. Und dann werden wahrscheinlich auch die ersten Transfers dann offiziell. Also man liest ja schon so 2, 3 Namen, mit denen man sich schon einig sein soll. Die was aber sind da, ich muss dich einmal fragen, was sind da so Namen? Naja, da ist zum Beispiel der Donkor von Braunschweig. Ja. Conte von Osnabrück ist noch ein anderer Spieler. Also mit denen sollen sie sich schon grundsätzlich einig sein, aber die warten natürlich auch nochmal ab. Bleibt Schalke jetzt sicher in der zweiten Liga, weil du willst jetzt nicht dahin wechseln, wenn die dann in die dritte Liga wirklich runtergehen. Deswegen ist da jetzt noch so ein bisschen Stau, aber wenn du dann den Klassenerhalt perfekt hast, dann kann es, glaube ich, richtig losgehen. Eine Transfer-News zum Ende der Episode haben wir und die ist dingfest, weil offiziell und final vermeldet. Heidenheim hat bereits seinen 4. Neuzugang für die neue Saison klargemacht. Matthias Honsack kommt aus Darmstadt. Der Offensivspieler unterschreibt einen 3-Jahres-Vertrag, kostet keine Ablöse. Und zuvor hatten die Heidenheimer ja bereits Julian Nihüs, Luca Kerber und Sirlot Conte alle von unterschiedlichen Vereinen Lautern, Saarbrücken und Paderborn geholt. Es gibt auch schon weitere Namen auf der Liste, der in Heidenheim gespielt wird, nämlich Leonardo Ciencia von Zweitliga-Aufsteiger Ulm. Also die Heidenheimer sehr, sehr weit. Erinnert mich vieles an Union nach der letzten Zweitligasaison beziehungsweise dann auch nach der ersten Erstligasaison. Die hatten früh alles unter Dach und Fach und deswegen lege ich mich Stand jetzt auch fest, Heidenheim schafft es auch im zweiten Jahr in Folge in der Bundesliga zu bleiben. Würde ich Stand jetzt mitgehen? Ein Grund, der da auch mitspielt, ist mit Sicherheit, dass mit St. Pauli und Kiel Stand jetzt auch nicht die Riesenclubs von unten nachkommen. Also und wenn die, bislang haben sie ja einen sehr guten Job gemacht, die Heidenheimer, das muss man denen lassen. Also Stand jetzt bin ich da auch bei dir dabei, ja. Und damit sollst du das gewesen sein für heute. Wir setzen uns jetzt die schwarz-gelbe Brille auf und freuen uns. Nee, so weit gehe ich jetzt nicht. Ich setze mir die schwarz-gelbe Brille auf und freue mich auf Spiel 1 Road to Wembley heute Abend in Paris. Der BVB packt's hoffentlich auf dem Weg nach London. Ciao, ciao, Deckel drauf. Tschüss. Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.